Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Schützer Running for Charity. Es ist Mittwoch, der 23.03.2022 und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir gucken uns an dieser Stelle erstmal an, wie viele Kilometer wir jetzt insgesamt schon gelaufen sind und wie weit wir es denn haben bis zur Teilstrecke Nummer 3. Dann nicht zu vergessen, jeder erlaufene Kilometer wird Ende des Jahres gespendet werden in Euro an die Freunde fürs Leben und an die Frauen helfen Frauen. Jeder, der sich beteiligen will, kann das sehr, sehr gerne tun, in dreierlei Form. Als erstes, selbstverständlich, ich freue mich über jeden Like, Kommentar, Abo und Privatnachricht sehr, 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 sehr gerne. Ansonsten kann man, wenn man denn möchte, sich auch kilometertechnisch beteiligen. Man kann selber Kilometer laufen, mir diese Kilometer dann zukommen und die werden meiner Gesamtstrecke dann angerechnet werden, sofern diese dann auch in Euro überwiesen worden sind. Und als drittes, wer möchte, kann auch gerne das ganze Jahr über, 365 Tage im Jahr, gerne auch so sich finanziell beteiligen. Und da würde ich sagen, blende ich an dieser Stelle, ja, das ist ganz gut, an dieser Stelle meine Kontodaten ein, plus hier und hier Informationen für mein PayPal-Konto. Dann an dieser Stelle ein großes Dankeschön höchstpersönlich an folgende Personen, die meinen letzten Laufpost geliked haben. Und zwar großen Dank an meine Frau, an den Chris, an die Jasmin, an den Basti, an den Philipp, an die Andrea, an den Dion, an die Jasmin, noch eine Jasmin, an die Selina, an den Ben, an den Alex, an die Kate, an die Nicole, an die Charelle, an die Martina, an die Christine, an die Donzi, an die Victoria, an die Alexandra, an die Donzi Crew, an die Anni, an den Sakaro und an die Marina. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut und weiß es wie immer sehr, sehr, sehr zu schätzen. Euer Support heizt mich auch an und gibt mir die Kraft weiterzumachen. Und dann natürlich auch noch einmal vielen herzlichen Dank an alle anderen unbekannterweise. Vielen Dank für den anhaltenden Support, weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. So, kommen wir zu den Themen. Wird heute relativ schnell gehen und zwar gucken wir uns jetzt hier erstmal an ein kurzes Update zu meiner Therapie von letzter Woche. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 18.03.2022 und ich wollte ein schnelles Update geben zu meiner letzten Therapiesitzung. Und zwar war jetzt im Grunde genommen nichts Wildes gewesen. Wir haben halt viel drüber geredet, weil es mir ja die letzte Woche so schlecht ging. Ich auch letzte Woche die Therapiestunde nicht wahrnehmen konnte, beziehungsweise Donnerstag früh abgesagt hatte und warum, wieso, weshalb und was ich so denke, was meine Auslöser sind, ja, was halt sich alles so aufgebaut und aufgestaut hat, was dann rausgebrochen ist, wie ich der Meinung bin, wie ich das alles gehandhabt habe und wo ich auch nochmal bestätigt wurde, dass die Art und Weise, wie ich halt damit umgegangen bin, dass ich das relativ gut gemeistert habe und dass ich halt am Mittwoch, wo es mir so wahnsinnig schlecht ging, dass ich eigentlich auch meine Therapeutin hätte anrufen können und irgendwie da mit ihr hätte reden können, beziehungsweise Donnerstag ich ja trotzdem irgendwie hätte kommen sollen können, wie auch immer, und da habe ich gemeint, nee, das wäre nicht gegangen, weil ich war noch nicht mal in der Lage, duschen zu gehen, also ich habe mich so hundsmiserabel gefühlt, ich wäre nicht mal in der Lage gewesen, mit dem Auto zu fahren oder mit Öffentlichen und ich wüsste auch nicht, wenn meine Frau mich gefahren hätte, ob ich das gut überstanden hätte oder nicht ohnmächtig geworden wäre während der Fahrt, also wie dem auch sei, alles in allem eine sehr gute Sitzung, wir haben halt ein paar Themen angesprochen, ein paar Sachen, die jetzt in naheliegender Zukunft anstehen und wo sie gemerkt hat, dass das mich auch ein bisschen beschäftigt und da gehen wir dann in der nächsten Sitzung drauf ein. Ja, und das war mein schnelles Update, dieses Mal nicht so emotional und ja, dann viel Spaß weiter mit dem Laufvideo und bis dann, tschüss. Ja, morgen habe ich auch wieder einen Termin und auch da werde ich euch selbstverständlich updaten, wie das Ganze denn gelaufen ist und was dabei rumgekommen ist. Als zweites Thema wollte ich mich nur mal kurz entschuldigen für die Fehler, die mir im letzten Video passiert sind. Ich war da ein bisschen nicht ganz fokussiert gewesen, was irgendwie wie Schnitt und überhaupt Bilder alles anging. Lag aber halt auch daran, dass unsere Spülmaschine kaputt war. Wir haben mittlerweile eine neue, die wurde geliefert, ist angeschlossen und funktioniert einwandfrei. Gott sei Dank, ich habe die Wohnung nicht unter Wasser gesetzt. So, für alle, die sich auch wundern, warum ich seit geraumer Zeit keine Smartwatch mehr trage, die ist leider Gottes kaputt gegangen. Da werde ich aber dann hoffentlich bei Zeiten eine neue am Handgelenk tragen, vor allen Dingen, weil mir fehlt es auch ein bisschen mit der Pulskontrolle. Ich meine, ich bin mittlerweile mental einigermaßen oder gut gefestigt, aber es ist immer schön, wenn ich das kontrollieren kann, zumal auch hier in den Trainingseinheiten ich mich erfreuen kann, mitzuteilen, wie viel Kalorien ich verbrannt habe und was für Fortschritte man da so macht. Ja, dann noch kurz, ich werde natürlich am Ende dieses Laufvideos werde ich noch Kilometer anrechnen, die ich letztes Wochenende gelaufen bin. Da gucken wir uns hier jetzt gerade nochmal schnell das Video an.
So, dann habe ich eigentlich soweit keine weiteren Themen und dann können wir gleich loslegen. Ich wollte nur mal kurz gezeigt haben, ich habe mir hier auf der Seite sweetflashback.de ein T-Shirt bestellt. Ich habe auch hier von der Instagram-Seite ein kurzes Video gemacht, das blende ich hier oder hier gerade mal ein, weil die haben so schöne T-Shirts, so schöne Pullis und das ist unbezahlte Werbung, die ich gerade mache. Aber ich bin so begeistert, werde dabei Zeiten auch nochmal einen Pullover bestellen. Kann ich nur empfehlen. Also mit den ganzen Muster, die haben von, ich sag mal, von der älteren Generation Zeichentrickserien. Wunderschön, wirklich. Und ich finde es von der Qualität her auch gar nicht verkehrt. Und von dem Druck, der auf dem Shirt ist, finde ich es auch super. Und ich liebe Calimero, wer liebt Calimero nicht? Und ja, dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle durch und wir legen einfach mal los. Glücksocken sind angezogen. Ich baue das ganze Gerät jetzt einmal oder ich schleppe es einmal mit rüber und dann können wir mit dem Lauf. Dann können wir mit dem Lauf loslegen. Wir haben uns kein Zeitlimit, kein Kilometerlimit gesetzt, jedoch definitiv 60 Minuten mindestens und 10 Kilometer mindestens. Alles, was oben drüber geht, ist nochmal ein Geschenk. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Also, ich zähle von 3 runter und dann geht's los. 3, 2, 1, los! Kilometer, 4 Minuten, 36 Sekunden. Ich muss gestehen, ich bin heute nicht ganz so fit. Also irgendwie nach der Frühschicht, die ich ja irgendwo noch selten bis gar nicht arbeite, da Sport zu machen bzw. jetzt zu laufen, boah, ist ein bisschen anstrengend. Aber wir geben uns weiterhin große Mühe. Also weiter geht's. Sekunden.
10 Kilometer, 47 Minuten, 25 Sekunden. Ich muss sagen, die Motivation kommt so langsam, langsam wieder. Also, weiter geht's. Kilometer in 52 Minuten 12 Sekunden. Ah, 12 Kilometer 56 Minuten 50 Sekunden. Ich würde sagen, ja, wir machen jetzt noch einen Kilometer, dann soll es für heute gewesen sein. Nehmen uns aber vor fürs Wochenende, dass wir nochmal an die 20 rankommen. Also in diesem Sinne, Postmusik an, letzter Kilometer läuft. 1, 2, 3. In diesem Sinne, letzter Kilometer läuft, Postmusik an und los! Dann halte ich das Outro heute auch mal kurz. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen für den anhaltenden Support. Weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und ja, nicht zu vergessen, jeder Kilometer, der dieses Jahr laufen wird, wird Ende des Jahres in Euro gespendet werden an die Freunde fürs Leben und an die Frauen helfen. Frauen, Happy Hump Day. Lasst es euch gut gehen. Kommt gut ins Wochenende rein, wenn es soweit ist. Angenehme Restwoche noch. Und ja, ich denke mal, dass ich am Samstag nochmal laufen werde. Und das sieht man dann aber im nächsten Laufvideo, nächsten Mittwoch, was dann auch der letzte Lauf für die Woche sein wird. Dann am Wochenende nicht, weil dann ist ein bisschen Urlaub angesagt, mal ein bisschen abschalten, Kraft tanken. Aber ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss. Running for Charity. Es ist Mittwoch, der 23.03.2022 und wir haben dann an dieser Stelle erstmal ein riesen Dankeschön an folgende Personen mit persönlich, die meinen letzten Laufpost geliked haben. Und zwar an meine Frau, Dankeschön, an die Chris, an die Jasmin oder ja, an die Jasmin. So.
Ein vorletztes Thema? Nee, machen wir das erstmal raus. Und zwar.